Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogy im dritten Ableger der Trilogie. Wir haben in der Gartenstadt bereits schon zwei Welten hinter uns gebracht. Einmal die spukenden Sümpfe und auch einmal Sergeant Birds Stützpunkt. Beide natürlich zu 100% und auch die Gartenstadt schon komplettiert. Haben auch nochmal Bianca in einer kleinen Cutscene getroffen, die richtig schön war meiner Meinung nach. Und jetzt haben wir entschieden, beziehungsweise ich habe einfach für euch entschieden, wir gehen nochmal zurück an unsere alten, ja, in die erste Welt, Bad Sonnenaufgang. So, die bauen da irgendwas. Du brauchst 5 Elfer, um den Kreisel zu nutzen. Such einen pro Welt. Okay, alles klar. Sergeant Bird und Shiny, das Glühwürmchen, das die ganze Zeit in Haiku spricht, die bauen gerade dieses Gefährt hier. Das uns praktisch, ja, das soll besser sein als unser Ballon hier und soll uns noch weiterbringen in die Nähe der, ja, des Domizils der Zauberin. Okay, wir reisen los. Zurück nach Bad Sonnenaufgang. Jetzt, nachdem wir nämlich Sergeant Bird gerettet haben, können wir nämlich auch endlich den Schmelzkrater komplettieren. Und da wir auch die erste Welt den Boss besiegt haben. Irgendwie rede ich gerade ganz komisch, fragt mich nicht wieso. Ist nochmal eine zusätzliche kleine Bonuswelt aufgetaucht in Bad Sonnenaufgang. Und die müssen wir natürlich auch noch machen. So, da sind wir wieder. Ta-ta-ta-ta. Yeah. Okay. Gucken wir uns doch gerade mal das Handbuch hier an. Außer dem Schmelzkrater fehlt uns ja eigentlich nichts, ne? Was steht da? Götzenköpfe zurechtrücken. Ich glaube, im Wachtmeister Birds Minispiel-Level gibt es nochmal ein geheimes Ei. Also, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. So gut kenne ich die Welten dann eigentlich schon, um zu wissen, wo ich was verpasst habe und wo nicht. So, da müssen wir rein. Wir hätten auch eigentlich direkt reisen können. Ich habe nämlich geguckt, das geht ja. Dass wir über das Handbuch direkt in die Welt reisen können, aber ich habe jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht dran gedacht, ich Idiot. Naja. Hätten wir uns vielleicht einen Ladebildschirm hätten wir uns sparen können, das stimmt schon. Aber so konnten wir wenigstens gucken, was der Kreisel macht. So. Und das Gute ist, wir müssen nicht nochmal durch den ganzen Level, wir können einfach hier diese Abkürzung nehmen. Wunderbar. So, einmal da hoch. Da waren wir ja schon drin rechts, da waren ja die Diebe und... Ach, guck mal, da unten habe ich was übersehen. Ja, Mensch. Oh Gott, das tut mir ja richtig leid. Das wollte ich natürlich nicht. Den Zehner verpassen. So, nimm den mit, damit wir hier schnell weg können. So. Mal ein bisschen aufräumen hier. Okay, da geht's wieder zurück nach Hause. Wir wollen allerdings da rein. Eintreten, Kamerad. Wachtmeister James Bird. Alles klar. So. Kein Dialog? Kein gar nichts? Einfach rein? Da war doch immer ein kleiner Dialog. Hm. Keine Ahnung. Naja, wir haben ja Wachtmeister Bird oder Sergeant Bird, wie ich ihn sehr gerne nenne, letztes Mal kennengelernt und jetzt haben wir hier einen kleinen Level mit ihm. Ich spiele mit meinen Freunden Verstecken. Wenn ich ihre Köpfe nicht finde, darf ich der Tiki-Hütte nicht beitreten. Hilf mir, sie wieder zusammenzusetzen und ich ernenne dich zum Ehrenmitglied. Okay. Diese Schnecke ist gerade minimal nervig. So, weg mit dir. Okay, wir sollen Verstecken spielen. Und das wird, aus welchen Gründen auch immer, wird es hier ganz anders gespielt. Ja, guck mal, da ist Luna. Als das übliche Versteckspiel, was wir so kennen. Ja, sie verstecken ihre Köpfe und die muss man wieder zusammensetzen dann. Verstehe zwar den Sinn dahinter nicht, aber okay. Jeder soll Verstecken spielen, wie er es für richtig hält, oder? Aber ich würde jetzt ungern meinen Kopf einfach dafür hergeben. Guck mal, da ist er. Der Erste. So, aufpassen, dass wir uns hier nicht den Schnabel versenken. Ah!
Ja, oder den Kopf einfach wieder fallen lassen in die Lava. Ich habe gehört, das sei nicht so gesund für den Kopf. So. Na, hoch da. So, einer von fünf. Okay. Das ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung. So. Waren wir da oben schon? Nö. Doch. Oder? Ja. Und von da unten kam er wieder. So rum war das. Ich könnte diese ganzen Viecher töten, aber ich glaube, sie kommen wieder zurück, oder? Ja. Also würde das nicht wirklich lange was bringen. Ups, was war das? Okay, Kopf Nummer 2. Schnapp dir das Ding. Ich finde immer noch diese Asskarte, wo der da in seinem Helm drin stecken hat, voll irritierend. Ich weiß nicht wieso. So, das war Nummer 2. Da ist der nächste. Natürlich müssen sie immer unter einer Feuerfontäne sein. Ist schon drunter. Na, richtig hoch. So. Wo müssen wir denn noch rein? Da waren wir schon, da kamen wir schon raus. Da waren wir doch noch nicht, oder? Oder? Nee, hä? Hier waren wir, hier waren wir. Warte mal, dann waren wir da noch nicht drin, oder? Ah nee, da waren wir schon drin. Ich weiß, dass wir da noch nicht drin waren. Da waren wir auch. Ich gehe mal da rein. Es bringt ja nichts. Na gut, da ist jetzt der eine, aber wo ist der andere? Ein Kopf fehlt nämlich. Ah, Mist. Das war nicht gut. Okay, und los, los, los. Ach, der liegt da. Oh. Ups. So, wo haben wir was vergessen? Bei Spyro haben wir was vergessen. Oh. Doppel-O. Okay, wo muss der hin? Wo fehlt noch ein Kopf? Wem fehlt ein Kopf? Wer braucht noch einen? Keiner? Hä? Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Wo muss denn der hin? Ach, da! Oh. Dreifach O. Und drauf da. So. Nimm dieses Ei als Zeichen deiner Ehrenmitgliedschaft in der Hütte. Okay. Ryan ist unsere Ehrenmitgliedschaftskarte. Sozusagen. Das ist noch nie passiert. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Ah, passt schon. 50 Eier haben wir schon. Okay, und wo habe ich jetzt diese vermaledeiten einen roten Edelstein verpasst? Da drin? Hey! Ja, den haben wir doch schon. Irgendwo mitten im Gras, wetten? Da. Oh. Danke. Sind wir hier auch fertig? Und weg hier. Okay. Und raus hier. So. Okay. Sind wir fast durch hier im Bad Sonnenaufgang. Aber eine Sache fehlt noch. Und ich bin mal gespannt. Obwohl, nee. Bad Sonnenaufgang ist noch nichts Neues. Also müsste noch nichts Neues sein. Wenn dann erst ab 2 und 3. Ja. Okay. Warte, ich brauche ein Schaf. Diese blaue Farbe gefällt mir nicht. Ein Leben nehme ich auch sehr gerne. Das ist auch okay. So, hier. Zoe hat ja gesagt, wir sollen später hier wieder herkommen. Jetzt ist später. Spyro, ich habe ein Ei gefunden. Aber nur Sparks kann es erreichen. Da ist ein kleines Loch, das zu einer Flusskrebsfarm führt. Ich kann ihn hinbringen, wenn er bereit ist. Er ist bereit. Sparks wird zum Helden.
in diesem kleinen Minispiel. Nach dem Ladebildschirm. Hallo Sparks! Bevor du dich um die fiesen Flusskrebse kümmerst, sollten wir vielleicht noch etwas üben. Fangen wir mit dem Schießen an. Drück Angriff, um diese Ziele zu treffen. Okay, wir spielen Sparks die Libelle, die jetzt auf einmal viel mehr Fähigkeiten hat als in den Drachenwelten. Okay, mit Kreis können wir schießen und mit dem Analogstick können wir uns bewegen. Wie Spyro kannst du dich schnell bewegen, indem du Stürmen drückst. Stürme, um diesen schnellen Gegner zu fangen. Okay. Ich finde den Remix von der Musik richtig cool. Das war ja früher auch die Musik vom Titelbildschirm in Spyro 3. Voll geil. So, mit Viereck stürmen. Und wir haben ihn erwischt. Kommen wir zum schwierigen Teil. Als wendige Libelle kannst du dich außerdem seitwärts bewegen. Halte dazu Rolle links oder Rolle rechts gedrückt und beweg dich dann. Beweg dich seitwärts, um die Ziele in diesem Raum zu treffen. Oh, alles klar. Dann machen wir das. Stimmt, die Rolle benutzen wir nie, ne? Okay. Mit einem von den beiden Tasten gedrückt halten und dann können wir in die Richtung schießen, wo wir auch hingucken und machen nicht sowas hier. Wenn ich mich nach da oben bewege und nach da unten. Finde ich gut. Auf unseren Reisen wirst du Schmetterlinge entdecken, die dich heilen können. Wie in den Drachenwelten. Manche verleihen dir auch Spezialkräfte, aber nur für kurze Zeit. Iss einfach einen Power-Up-Schmetterling und drück Sprung, um das Power-Up zu benutzen. Dein Power-Up wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Alles klar, dann probieren wir das doch mal. Was haben wir denn da? Maschinengewehr, yeah! Das gefällt mir. Und nochmal. Alle tot. Sieht aus, als wärst du bereit, Sparks. Wenn du noch Hinweise brauchst, wähl einfach die Option Steuerung im Pausemenü. Alles klar, dann geht's los. 100 Edelsteine oder 200 Edelsteine und ein Drachenei gibt es hier zu finden. In diesem kleinen Sparks-Abenteuer. So. An sich sind die gar nicht so schwer. Ich finde es mega cool gemacht, das muss man auch dazu sagen. Und es hat halt noch eine weitere Bewandtnis, warum ich diese Level sehr gerne spiele. Aber dazu später mehr. Jetzt sammeln wir erstmal hier ein paar Edelsteine. Und Erfahrung natürlich. Wir haben einen roten Schlüssel bekommen. Da ist ein Kraftfeld, da kommen wir nicht durch. Und das da ist so ein Krabben-Spawner. Das heißt, es scheinen unendlich viele von diesen Viechern. Die müssen wir irgendwie ausschalten. Okay, da ist eine grüne Tür. Die rote Tür haben wir schon gesehen. Ich möchte aber ganz kurz hier die ganzen Edelsteine einsammeln, sonst vergesse ich die nachher nur. Den Schmetterling lassen wir mal Schmetterlinge sein. Da räumen wir mal ganz kurz ein bisschen auf. Da sind die Spawner. So, Vernichtung. So, noch einer? Nö. Grüner Schlüssel. Und mehr Munition. Sehr gut. Okay, Schlüssel grün. Wissen wir ja, wo das ist. Das ist da unten. Die vermehren sich wie die Pest. Da ist eine große Krabbe. Die hält 3 Treffer aus, aber das war's auch schon. So, Unbesiegbarkeit für kurze Zeit. Da können wir richtig einen auf Kamikaze machen. Okay, durch das gelbe Tor. So. Das machen wir hier, das machen wir hier. Den Schalter haben wir aktiviert. Dadurch sind die Kraftfelder ausgegangen. Da haben wir noch einen blauen Schlüssel. Und jetzt ist nämlich das Kraftfeld da hinten auch aus. Da. Und wir haben einen neuen Schuss. Cool. Ist es derselbe? Ich weiß es gar nicht. Der macht auf jeden Fall ziemlich gut Schaden. So ein bisschen zielsuchend. Aber wir heben den uns mal noch für später auf. Aua, okay. Sparks kann insgesamt, jetzt muss ich gerade rechnen, 6 Treffer einstecken. Also nicht so wie bei Spyro, dass er pro Treffer einmal die Farbe ändert. Hier muss er 2-mal getroffen werden, um das zu machen. Und ich glaube, wir sind schon beim Boss, oder? Ja, da ist der Boss. Kein großer Level, ich weiß, aber... Naja,
Der sieht mega eklig aus. So. Das waren deine Arme. Aua. Was soll das denn? So. Das ein Noah haben wir bekommen. Und die Trophäe, wer gräbst hier rum? Cool. Gibt's hier einen Skillpunkt? Nö, oder? Nö, gut. Hätte ich auch nicht erwartet irgendwie. So, voll geheilt. Und das sind die letzten Edelsteine. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Da geht's zurück. Jawohl. Zeig's mir. Yeah. Ja, ein kleiner, aber feiner Level. Der uns nicht nur Edelsteine und ein Ei beschert, sondern halt auch jetzt eine neue Fähigkeit für Sparks freischaltet. Nach dem Ladebildschirm. Das Spiel immer so lange laden müssen. Gute Arbeit, Sparks. Du hast den Flusskrebskönig besiegt und das Ei gefunden. Außerdem hat wohl etwas von der Drachenmagie auf dich abgefärbt. Jetzt kannst du Edelsteine aufheben, wenn sie noch weiter von Spyro entfernt sind. Yay! Das ist jetzt nicht die ultimative Fähigkeit, aber ja, es ist besser als nichts. Okay, und damit haben wir Bad Sonnenaufgang definitiv komplettiert. So. Machen wir drüben in der Gartenstadt weiter. Ja, weiter entfernt ist. Das kann schon praktisch sein, das stimmt schon. Was mich jetzt allerdings tatsächlich interessiert, es gibt zwei Fähigkeiten, die Sparks erlernen kann. Ne, eine. Die hat er aber schon. Das ist das Edelsteine anzeigen. Da bin ich mal gespannt, was sie sich da einfallen haben lassen. Um das, ja. Weiß nicht. Ja, um das halt, um da halt was Neues reinzubauen. Weil die Fähigkeit hat Sparks schon. Das heißt, die kann ich nicht erlernen lassen. Durch so ein Abenteuer. Da muss was Neues kommen. Da bin ich mal gespannt. Okay, gehen wir doch einfach, wenn das gerade hier so schön ist, dieses Tor, in die Zaubertürme. Oder hauen uns erstmal noch oben an dem Portal den Kopf an. Das ist auch eine Idee. Okay. Zerstör alle Ballons. Ist hier tatsächlich eine Trophäe? Das ist kein Problem. Das brauchen wir eh wieder. Das ist wieder eine Trophäe, die verstehe ich nicht, weil wir wollen ja eh die 100%. Und das kriege ich dann automatisch dadurch. Diese miesen Rhinoxe haben uns gezwungen, eine Statue der Zauberin zu bauen. Als wir fertig waren, meinte sie, sie wäre zu hässlich. Die Statue ist viel hübscher als die Zauberin. Okay, Alter, was hast du für eine coole Brille? Diese miesen Rhinoxe haben uns gezwungen. Ja, ist okay. Skillpunkt. Zaubertürme, Skateboard. Oh nee. Streckenrekord. Aber wir haben es das erste Mal gut hingekriegt, dann kriegen wir es diesmal auch hin. So. Die Zaubertürme sind in der Hinsicht irgendwie witzig, weil ja, diese Gegner irgendwie da sind. Und du die eigentlich tatsächlich fast nur durch Spucken erwischt. Nicht, ah! Keine Ahnung, warum ich den jetzt treffen konnte. Ich will es auch gar nicht so genau wissen. Yeah! Volltreffer. Okay, da sind noch ein paar Pressluftbohrer. Au! Das tut weh. So. Ja, die Reichweite hat sich schon erhöht. Wenn man das mal anguckt. Ja, schon ein bisschen, ne? Das gefällt mir. Vielleicht verpasse ich dann nicht mehr so oft solche kleinen Mini-Edelsteine im Gras. Das wäre schon praktisch. Okay, wen haben wir denn da? Gladys. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, manche Namen wurden abgeändert. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Vielleicht kennt sich da jemand besser mit den Namen aus. Ich kann mir die ja sowieso nicht merken. So. Achso, Sparks ist gerade beschäftigt, kann keine Edelsteine für uns sammeln. Hi. Guck mich nicht so an. Es tut mir leid, aber du musst tot sein. Sorry. Oh Gott. Ja, sie ist eindeutig potthässlich. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, da. Das ist ja schön. Das gefällt mir. Okay, dann gehen wir halt mal zu dieser wunderschönen Statue von der Prinzessin. Von der Prinzessin, von der Zauberin. Wie komme ich denn jetzt auf Prinzessin? Was habe ich denn jetzt gesoffen? So. Ah, da sind ein paar Gegner, die ich irgendwie loswerden möchte. Warte mal. So, eins nach dem anderen. Okay. Ich brauche wieder so einen Stein. Warum gibt's da keinen Stein? Ah! Oh, wenn die Statue nicht mögen, die haben Pressluftbohrer. Die können es doch selber machen. Aua. Die können doch selber eine Statue von der basteln. Oder nicht? Warte mal, ich krieg die. Oder auch nicht. Okay, ich rede mal mit dem. Es ist fast an der Zeit, mein neuestes vierdimensionales Echtzeit-Kunstwerk zu enthüllen. Ich nenne es hässliche explodierende Hexe Nummer 9. Wenn du bitte diese drei Raketen hier zünden würdest, dann ist mein Meisterwerk vollständig. Ich will nicht wissen, warum es die Nummer 9 ist, aber ich mach mal, was du sagst. Zündung! Ah, oh, das sieht schön aus. So, nur noch der hässliche Kopf ist da. Das hässlichste an der ganzen Statue. Und mal ist es da und mal ist es weg. Ups, ich hatte dieses Ei der Statue vergessen. Hoffentlich ist es durch die Explosion nicht hart gekocht. Na, ich denke nicht. Peanut ist hart im Nehmen. Gell? Ja. Da will uns irgendjemand abspucken, merkst du es? Jetzt hat er seine Kraft verbraucht. Ja, doof, ne? Ich wusste gar nicht, dass die wieder zurückschrumpfen können. Wusste ich gar nicht. Aber gut zu wissen. Für die Zukunft. So, einmal da hoch und einmal da rüber. Yeah. Und guck mal, da ist ein kleines Loch entstanden. Was haben wir denn da? Aha, einen Wirbel. Zur Skateboardbahn.